Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Super Mario Let's Play mit den 6 Golden Coins, wovon wir schon eine haben. Ja, guck, da ist sie. Fehlt nur noch 5. Kriegen wir easy peasy hin. Der böse Mario hat immer noch unser Schloss hier eingenommen, hat sogar sein Veder einfach aufgeklatscht, der Bösewicht, und freut sich des Lebens. In der letzten Folge haben wir den Baum gemacht mit den netten Ameisen und so. Einen Level haben wir ausgelassen, aber passt schon, denn wir wollen ja nur die 6 Golden Coins haben. So, in einem neueren Mario-Teil, ich glaube bei Super Mario World, wäre hier der P-Switch Palast, aber anscheinend ist hier ein Nilpferd. Da, hallo Nilpferd, was geht ab mit dir? Jo, was? Okay, danke Nilpferd für deine Blubberblase aus deiner Nase. What the hell? Ist das hier eine eigene Welt? Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht ist das auch einfach nur eine Bonus-Stage oder sowas. Guck mal, sowas gab's da aber schon. Wieso gibst du was heutzutage nicht mehr mit so einer coolen Blubberblase? Und ich habe die Befürchtung, dass die sogar unendlich lange hält, oder was? Hält die unendlich lang, Leute? Ich meine, in den neuen Mario-Teilen... Oh, ey, diese Steuerung. Ist das natürlich eher so, dass diese Blubberblase dann die... Oh, es gibt auch neue Blubberblasen. Ach, falls man mal runterfällt. Okay, verstanden. Ich nehme mal nicht alle Münzen mit, weil da bin ich zu faul für. Ist das eher diese Wolke von Lakitu, aber die gibt's ja eigentlich auch in diesem Spiel, nicht wahr? Wollte ich auch alle mitnehmen können hier, aber egal. Ich will einfach nur schnell ins Ziel. Das ist meine Prämisse. Ich verliere sowieso fast die. Also wofür brauche ich die Münzen? Ach doch, wir müssen Münzen sammeln. Damit kann man ja Sachen einsammeln. Oh mein Gott, wir gehen natürlich den coolen Weg. Habe ich auch bei Jay gelernt. Wenn man die Glocke hier mitnimmt, dann kann man nämlich in die Siegertür gehen. Das ist natürlich schon so ein Ziel, das man haben will. Okay, ich glaube, das hat ja letztes Mal auch gut funktioniert. Wir drücken einfach hier und dann kriegen wir bestimmt ganz automatisch... Ja, Tatsache. Ich kriege halt immer die Karotte. Was ist denn hier los? Danke für die Karotte. Jetzt sind wir endlich wieder groß. Okay, es ist doch eine Welt. Und zwar die Space Zone. Mit einem Mond, der einen angrinst. Und einem Stern, der einen anguckt. Der Mond sieht ein bisschen komisch aus, muss ich sagen. Naja. LOL, was? Wieso haben die sowas nicht beibehalten bei Mario? Guckt euch das an. Oh, und da ist so ein Schweinchen. Diese Schweinchen sind halt später auch noch ein Boss. Oh, kann sein. Sind hier vielleicht die Schweinchen schon die Bosse? Ich glaube fast nicht. Ich dachte eigentlich, die wären in so einer Farm. Wie cool ist das denn hier einfach im Space? Ja, okay, hier ist die Gravitation noch anders. Oh, dieses Spiel hat richtig viel. Richtig viele Spielaspekte. Und, oh nein, Mario sieht auch richtig cool aus. Das Leben nehme ich nicht mit. Ich bin ein Space Engineer. Oh, aber das nehme ich mit, wenn ich da irgendwie ankomme. Hallo, gibst du mir ein Sternchen? Das sieht böse aus. Komme ich irgendwann diese Blume daran? Vielleicht von hier? Ja, ja, meine Blümchen. Stirb an der Blume. Das ist voll unlogisch. Im Space kann gar kein Feuer entstehen, weil da ist ja gar kein Sauerstoff und so. Naja. So, stirb, du komisches Schweinchen. Ach ja, diese Mone erinnern mich auch... Ah, man kann tatsächlich auch draufstehen. An mein früheres Lieblingskuscheltier. Beziehungsweise mein Zweitlieblingskuscheltier. Okay, wir brauchen ganz schnell diese Glocke. Sonst sterbe ich hier doch wegen diesen komischen Raumschiffen. Und zwar hatte ich früher so einen komischen Mond als Kind. Ich habe Angst. Ich glaube, ich darf da oben nicht draufstehen. Also ein Mond, und der hat immer eine Melodie gespielt. Also der hatte so eine Kordel irgendwie hinten dran. Hat immer eine Melodie gespielt. Und den fand ich ganz toll als Kuscheltier. Mein Lieblingskuscheltier war ein... Wie nennt man sowas? Ein... Oh Gott, war das richtig? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ein Waschlappen. Ein Waschlappen mit Augen drauf. Moment. Da komme ich doch bestimmt irgendwie oben hin, wenn ich hier die Dinger von den Schweinchen nehme. Warte. Oh, schieß nach oben. Ja, danke dafür. Und alle. Perfekt. Ja, ein Waschlappen. Aber dieser Mond, den fand ich ganz toll. Aber irgendwann... Hatte ich dann einen Albtraum von denen, hat er da mit mir gesprochen und hat gesagt, keine Ahnung, was er gesagt hat, aber seit daher hatte ich dann richtig Angst vor diesem Mond und habe ihn weggeschmissen. Mein einzigen Lieblingskuscheltier war dann verbannt unter mein Bett übrigens, wo die ganzen anderen Monster auch sind. Da habe ich den hin verbannt. Und dieser Mond erinnert mich halt mega daran. Das war auch so ein Halbmond. Ja, ja, oh, unser erstes Scroll-Level hier und ein böse guckender Stern, meine Güte. Na, was war sonst bei mir los? Ich hab... Oh, achso, die darf man sogar berühren. Nee, darf man nicht. Okay, wollte ich nochmal wissen. Wir haben ja noch genug Leben, alles cool. Meint ihr, hier ist schon der Boss? Weil mehr gibt's ja hier in Space gar nicht. Ich glaube, die Level sind sehr kurz, was ich meine. Okay, aber die Hitbox von denen ist auch nicht so krass. Also man darf nur nicht deren Gesicht berühren, dann ist alles cool.
Ich finde auch cool, dass in diesem Mario noch so eine Duck-Animation ist. Das braucht ein Mario eigentlich auch. Oh mein Gott, der wobbelt ja hin und her. Was ist denn kaputt bei dem? Oh Gott, okay, das wird vielleicht ein bisschen dauern in dieser Map. Naja, ansonsten habe ich TFT für mich entdeckt. Dank dem Rannik, der Blödmann. Also Teamfight Tactics, dieses Auto-Chess-Dingsbums von LOL. Und deswegen kamen jetzt die letzten Tage, wenn dann nur ganz spät ein Video oder halt gar kein Video oder nur alte Videos. Keine neuen, das ist jetzt mein erstes neues Video und eigentlich, keine Ahnung. Ja, ich bin gleich wieder süchtig geworden. Ey, dieser eine Stern! Ja, und TFT habe ich jetzt quasi die letzten Tage einfach durchgesuchtet. Ach komm, ey! Oh lol, man kann in dieser Map einfach fliegen! Das wusste ich nicht, Leute, das wusste ich nicht. Das ist ja alles richtig einfach. Man kann einfach fliegen, aber ist ja auch logisch. Da ist nicht logisch. Aber wir sind im Space und wir können fliegen. Keine Ahnung wie, vielleicht haben wir irgendwie so einen Iron Man-Anzug. Jetzt aber wieder nach oben genuddelt. Oder aber wir benutzen den Sauerstoff, der in unserem Anzug drin ist. Und machen das wie bei Interstellar. Und machen dann ein Loch rein. Und immer wenn wir dann unsere Hand loslassen, dann können wir wie fucking Iron Man hier rumduddeln. Ich hoffe mal, man kann auch oben lang. Ja, wieso sollte ich da durchgehen, wenn ich auch oben lang gehen kann? Das macht doch gar keinen Sinn, liebe Level-Designer. Das macht doch gar keinen Sinn. Ich bleib hier oben. Hier oben bin ich sicher. Unten ist bestimmt irgendwas Cooles, zum Beispiel eine Glocke oder so. Aber juckt mich nicht. Ich bin Mario. Ach ja. Und nochmal so eine Frage, rein kanalmäßig. Habt ihr mal Bock, dass ich TFT spiele? Vielleicht mal im Stream oder so? Ich weiß nicht. Weil irgendwie fühlt sich das so... Nein, ist da vielleicht ein Pilz drin? Ja, danke. Irgendwie fühlt sich das so an, als wenn ich meine Zeit voll verschwende damit. Und ja, ich habe den ersten Tag TFT gleich bis 6 Uhr durchgezockt. So richtig dämlich. Keine Ahnung. Man sagt dann immer, ja, noch ein Spiel. Das kenne ich aber auch von League of Legends, also den normalen Modus da. Deswegen habe ich das jetzt auch 2 Jahre nicht gespielt und jetzt habe ich wieder TFT angefangen und gleich bis 6 Uhr durchgezockt und erstmal 5 Euro ausgegeben für einen blöden Skin. Irgendwie bin ich richtig lolsüchtig. Das muss aufhören, Leute, das muss aufhören. Dabei, ich habe ja damals sogar angefangen mit Let's Plays spielen, damit ich mit LOL aufhöre. Damit ich halt irgendwie keine Zeit mehr habe für League of Legends. Und deswegen ist das jetzt komisch. Ich hoffe, dass sobald ich mindestens Platin bin, oder da muss ich anders formulieren, sobald ich Platin bin in TFT, hoffe ich eigentlich, dass ich das wieder aufhöre, weil ich dann kein Ziel mehr da drin sehe. Ja, so bin ich gestrickt, Leute. Ich will immer was erreichen im Spiel und dann höre ich erst auf. Das hat mir zumindest bei League of Legends geholfen. Dann bin ich dann irgendwann Diamond geworden nach 80 Milliarden Jahren. Oh Gott, ich glaube, ich sterbe hier gleich wieder. Und dann habe ich aufgehört. Ja, ja. Habe ich meine Sucht bekämpft, indem ich etwas erreicht habe. Und dasselbe ist auch bei YouTube so. Wenn ich irgendwann 1 Million Abos habe, dann höre ich einfach auf. Aber irgendwie ist es halt doch eine Sucht. Und jetzt habe ich das mal wieder angefangen, weil der... Da ist übrigens ein Boss. Wow, okay. Ich glaube, für den brauchen wir ein paar mehr Versuche. Komm her. Hä? Okay, was muss man gegen den machen? Man darf nicht auf ihn rauf? Das ist falsch. Und wir kriegen natürlich keinen anderen Pilz. Geil. So gefällt mir das. Oh, da wäre bestimmt ein Pilz gewesen, da links. Gibt da ein Pilzchen für den Boss? Okay, sehr gut. Sache ist verhält, wir müssen den jetzt mit diesem Pilz besiegen. Denn sonst... müsste ich das ganze Level nochmal machen irgendwie. Oh, und da habe ich wirklich gar keine Lust zu. Aber wie besiegt man den jetzt? Man darf nicht auf ihn rauf. Ich verstehe nicht, wann ich jetzt hier irgendwas machen soll. Muss ich irgendwie die Kugel rüberschmeißen oder so? Das ist der Plan. Also hier in der Ecke bin ich zumindest sicher. Ich glaube, ich muss wirklich einfach auf ihn rauf. Warte, ich chill jetzt mal hier oben. Und alle. Ja, okay, doch, das geht. Bin ich hier oben in der Ecke sicher? Okay, ich glaube, dann ist das wirklich nicht so schwer. Dann bleibe ich hier einfach oben und warte, dass er rüberkommt. Okay, warte. Hä? Aber er darf nicht ganz oben sein. Okay, okay. Schwerer Boss hier in the Space Zone. Aber an sich hatten wir ja gerade eine safe Stelle gefunden. Einfach hier in der Ecke stellen. Da kommt er nämlich anscheinend nicht an. Und dann stellen wir uns hier oben hin. Warum auch immer da eine Explosion von rechts kam. Und auf ihn rauf. Und jetzt wieder hier in die Ecke. Naja, so funktioniert das. Leute, Profi-Tipps vom Dizzy. Einfach unten in die Ecke stellen und dann auf ihn rauf hüpfen. Hey, da hatte ich dann ebenso Probleme damit. Super dumm. Los, geht aber auf die linke Seite. Der sieht ein bisschen so aus, als wenn er auch aus Dragon Ball Z oder sowas kommen könnte. Oder besser gesagt aus Dragon Ball. Somehow. Ist mir scheißegal. Du triffst mich nie. Selbst wenn du mich triffst, du bist einfach tot. Haha. So, gib mir deine Münze. Yeah, da ist sie, die zweite Münze. Das ist toll.
da ist sogar ein Mond drin, das sehe ich ja jetzt erst. Hä, gehen wir wirklich einfach der Reihe nach oder ist das random, wie die da reingehen? Die Münzen. Haben wir jetzt wirklich die ersten beiden Maps geschafft einfach? Oh, das waren ja wenige Level, muss ich sagen. Na gut, wir haben die zweite Map abgeschlossen. Wir können uns jetzt mal hier so ein 200er-Ding holen. Wenn man da aber auch nur ein Item bekommt, dann bin ich ein bisschen... Dann bin ich ein bisschen frustriert, Leute. Wir gucken mal, was bei 200 kommt. Hier! Ah, man kriegt hier Leben. Okay. Dann habe ich die Befürchtung, als ob wir eine Niete bekommen. Als ob. Als ob. Ich habe 200 Münzen für nix ausgegeben, oder was? Da geben wir nochmal 50 Münzen aus hier. Gib mir irgendein Power-Up. Da erinnere ich mich auch noch richtig gut dran, dass ich früher ganz häufig einfach Münzen gefarmt habe. Und dann musste ich immer wieder hier zurückkommen, damit ich halt als großer Mario irgendeinen Level machen kann. Ja, ja. Naja gut, das war's dann aber erstmal mit dieser Folge. Wir haben die zweite Münze geholt. Oh, Luigi, bald habe ich dich. Und dann würde ich sagen, was ist mit dieser Folge? Ich bin ein bisschen heiser irgendwie. Warum auch immer. Und dann bis zum nächsten Mal. Und tschüss.